Jungs, und wie geht's euch? Oh, super, super, super geht's uns. Ist gleich bald Ostern, ne? Ja, ist bald Ostern. Ah, scheiß viel zu tun, oder? Ja, richtig viel zu tun. Richtig scheiße hier. Warum sitzt ihr hier so rum? Oh, wir machen ein bisschen Party zwischendurch. Aha, Party, ja. Ja, wisst ihr, was Ostern noch ist? Nee, was ist Ostern noch? Da ist Hasenwettkampf. Was? Hasenwettkampf? Ja, cool, ne? Gibt's auch was zu gewinnen? Ja, klar, gibt's was zu gewinnen. Aber nur für diejenigen, die überleben. Viel Spaß, Jungs. So, Jungs, los geht's. Mit was geht's los? Na, mit den Vorbereitungen. Was wird abgemacht? Ja, wir haben einen Mehrkampf für euch vorbereitet, beziehungsweise geplant. Cool, Mehrkampf. Mehrkampf. Und zwar einmal haben wir jetzt zu Beginn das Hasenwettrennen. Aber nicht zum Laufen, weil wir wissen ja, dass ihr schnell laufen könnt, sondern mit Fahrzeugen. Wir müssen euch ein Raketenfahrzeug bauen. Boah, cool, Raketenfahrzeug. Ja, ihr werdet euch noch wundern. Los geht's. Also, jetzt aber. Ja, das ist gut, ne? Raketenauto. Wir haben zwei Autos, haben wir hier. Den grünen Müllwagen. Bloß ich habe nicht aufgepasst beim Kaufen. Der hat so eine Antriebsachse. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Mal, sind gespannt. Wir bauen einfach mal. Fahren tut er ja gut, ne? Das Müllauto. Das Müllauto ist richtig cool. Übrigens, das Müllauto ist richtig cool. Das hat hier sogar richtig funktionierende, das muss ich mal so rumdrehen, eine funktionierende Mülltonne. Das ist richtig geil. Zack. Ach nee, ist ja falsch rum. So. Zack. Das funktioniert richtig gut. Das hier runterdreht. Dann kann man hier nämlich... Hui! Ich fand das einfach witzig. Kann man richtig was reinladen und man kann es auch richtig hinten ausladen wieder. Ne? Also man kann das hier aufmachen, dann kann man was ausladen. Das finde ich richtig gut, nur die Antriebsachse. Naja, mal gucken, ob es funktioniert bei ihm hier. Funktioniert es wahrscheinlich. Also gut, los geht's, Jungs. Jetzt brauchen wir für euch mal Antriebe, Raketenantriebe. Was haben wir denn da? Da haben wir doch schon ein bisschen was vorbereitet. Also. Ach, ja. Ja, die Zinkraketen, die Zinktreiber, die sind immer nicht schlecht. Ne? Die könnten nicht gut funktionieren. Den Gummi heben wir mal auf. Ich baue mal die Zinktreiber hier. Die gehen bestimmt gut. Die Raketen können wir natürlich nicht gebrauchen. Ach, man, hier haben wir mal ein Messer-Cut. Wo ist denn das Messer? Nicht nachmachen. Hoppala. Aber ich schmeiß mal nicht weg, ne? Wie kann man ja gebrauchen? Gut. Da haben wir schon mal 5 zu 3 Bächen. Aber ich weiß noch nicht, in welchen Ecke ich die stecke. Habe ich noch bestimmt mehr hier. Also, dann habe ich hier noch ein paar Raketen und so ein kaputten Sortiment. Ach du Scheiße, das geht doch gar nicht. Das kann man schon gar nicht nehmen, das ist oben drin verbaut. Ja, das ist ja nichts mehr wie früher. Also früher mal wenigstens anständige Raketen gehabt. Was ist denn das? Ach herrje, sind die alle so? Ja. Also gut, ich muss noch mal ins Lager. Das geht so nicht. Bis gleich. So, jetzt haben wir mal Nachschub geholt hier. Das gibt's ja nicht. Hey, keine gescheiten einzelnen Treiber mehr zu kriegen. Also, was haben wir denn hier? Shell-Rockets? Ich hatte doch gerade eben noch die Gold-Rockets. Da sind eh die Raketenstecken abgebrochen. Die sind noch ganz hier. Viel zu schade irgendwie. He? Oh, mal die hier nehmen, die Gold-Rockets. So, was haben wir noch? Ah, geil, die Saturn. Die kann man ja nicht einfach wegkriegen. Da wird manchen einem wieder das Herz bluten. Die Raketenstecken hätte man doch noch reparieren können. Gib sie mir. So, ich bin die Runde. Oh, geil. Schön. Schöne Bäumchen. Die können wir doch auch so schießen. Werfen? Nein, nicht werfen, Markus. Nein.
Hier sowas machen wir nicht. Können wir auch mit reinbauen. Mal schauen, ob es funktioniert. Hä? Stehen da drauf. 8 Meter eine Sekunde. Ups. Mal schauen, ob die taugen zum Antrieb. Ihr hättet natürlich von Klima auch ein paar Raketenmotoren oder bei unserem Dirk hätten wir ein paar Raketenmotoren ordern können. Vom Dirk, nicht vom Türk. Nicht vom Türk. Es gibt zum Schluss dann nochmal so einen richtigen kleinen Schub. So für einen Zieleinlauf. Nicht für einen Starteinlauf, einen Zieleinlauf. Also, da gibt dir gleich einen Einlauf. So. So. Zu viel ist aber auch schlecht, weil dann haut uns das Auto irgendwo hin. Eigentlich bräuchte man da so mehr Stufen. So 2 oder 3 Stufen. Also ich könnte mir vorstellen, wir zünden erst die Raketentreiber und dann die Fontäne. Ach nee, die Chat-Fontäne sind ja auch blöd. Aber ich habe noch andere Fontäne. Oh. Mal wieder aus dem Bild laufen hier. Da, wir bauen einfach die mit rein hier noch. Die gehen auch noch mit rein. So, bauen wir hier aus noch als 2. Stufe dann. So, und oben drauf bauen wir die noch. Die 3. Aber die Hasen, die dahinter sitzen, die kriegen einen heißen Arsch. Einen heißen Pürzel. Alter. Ich glaube, da müssen wir noch ein Brett, die Armen. Nicht, dass die beim ersten Wettbewerb schon alle tot sind. Ach, das sollte eigentlich reichen. So, die 1. Stufe und dann hier die 2. Stufe. Und bei dem, der hat ja so einen komischen Antrieb hier. Mit diesem Schwungrad, da wäre vielleicht bestimmt der Chat am Anfang nicht schlecht. Mal ausprobieren. Vielleicht geht's. Alter. Ah, hält bombig. Darf ich den Ausdruck überhaupt verwenden? Gut. Der ist halt wunderbar. Das passt. So, jetzt die seitlichen. Gut. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt muss ich die bloß miteinander verbinden, noch die ganzen Treiber. Oh, wir lassen vorher eine Fontäne drauf sprühen. Hä? Was? Ja, ich habe aber gar nicht Stäb da. Siehst du hier eins? Ja, draußen im Lager. Draußen im Lager? Ich mach da so einen Knoten rum. Geht nicht, ne? Jedes Einzelne, wir machen das mit Matchday. Ich muss da einfach eins. Tut mir leid, ich muss noch mal ins Lager. Ach nee, warte mal, in meiner Kiste. Ich hab doch eins. Im Lager wäre genug, ne? Ja, das ist eine sehr gute Idee. Also, mein Kameramann hat irgendwie immer die besten Ideen nach mir. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Wie binde ich denn die jetzt da alle ein? Hey, wenn du nicht auskennst, dann schaust du mal bei Röderfeuerwerk auf dem YouTube-Channel. Wie? Pyrotechnisch verleiten, ne? Ja, aber nicht mit so einem Mist hier. Ja, aber das sind die Raketen weiter auseinander. Das ist ein ganz schönes Gefummel hier. Naja, wird schon klappen. Jetzt bin ich gespannt. Es wäre ja peinlich, wenn es nicht funktionieren würde. Gut. Schaut professionell aus, oder? Schaut professionell aus? Schon, ne? Sag auch nichts Falsches, Kameramann. Super. Hat man lieber das Beste gesehen, Chef. Sehr gut, das wollte ich hören. Du wärst imprägniert. Ich imprägniere dich gleich. Gut. Zündanlage. Ah, ich wollte dahinter noch was bauen hier. Damit. Da muss ich noch ein Brett schneiden. Achtung, komm gleich wieder. Das gibt es nicht. Au! Scheißdreck.
Au. Schöne. Das sollte man vorher zusammenbauen, ne? Ah, jetzt. Oh. Jetzt aber. Ha! Verdammt. Stellst dir aber auch blöd an, Röder. Hey, stellst du dich blöd an heute? Jetzt. Ah. Oh, das ist krumm. Ah, jetzt hat er. Ah, jetzt war's wieder was. So, jetzt aber. Gut, kannst du wieder Aufnahme drücken, Markus? Gut. Na, der schaut doch gar nicht so schlecht aus, hä? Also gut. Dann gehen wir mal auf Seiten hier, dass auch irgendwas schief geht, ne? Die sind für das andere Fahrzeug hier. Ausgeschalten ist, jawohl, passt. Reinschaltung, ne? Reinschaltung, Parallelschaltung, berechnen, wie viel elektrische Anzünder gibt's. Ein Tutorial von Röder. Unter Tutorials natürlich. Hochinteressant, muss man sich auf jeden Fall mal reingezogen haben. Wer es noch nicht kennt, aber auch die, die es schon kennen, vielleicht interessant. Hasi, wer will mitfahren? Ich. Ja, du kleiner vorwitziger Frecke. Also ab dann, drauf mit dir. So, aber schön festhalten, oder soll ich dich anschnallen? Schnall mich an! Alles klar, wo sind die Kabelbinder? Ja. Nach vorne, also so, da sehe ich hier nichts. Mach doch die Tür auf und geh da rein, die geht nicht auf, so ein Mist. Hey, wer baut denn so Spielzeug? Wer baut so ein Spielzeug, wo keine Türen aufgehen und nix? Alter, also früher war das, in meinem Kindesalter war das anders. Und jetzt, wie soll ich dich denn hier festschnallen, Kumpel? Du musst hier hinten mitfahren. So. Hilft nix. Okay. Na, schaut doch gar nicht so schlecht aus, unser Raketen-LKW. Haha. Ah, das bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Auf glatter Bahn vielleicht. Wollen wir sie innen ausprobieren, Markus? Im Lager? Da hast du schön ebene, glatte Fläche, ne? Jetzt haben wir einen zweiten LKW noch, für den zweiten Hasen. Wer traut sich? Ich. Also gut, komm du mit. Du bist dann dran. Also, ein zweiter LKW. Das Müllauto. Mit oder ohne? Nee, das machen wir mal ohne. Nee, der Kumpel, wo ist er denn? Hier, eh hier. Der kommt hier rein. Wie beim Panzer. Ja, wenn er mal Schub hat, dann fährt er weiter, ne? Aber wenn, mal schauen, ob das funktioniert. Den kann man sogar kippen. Geil, oder? Ist das nicht geil? Man kann das richtig was reinfüllen und dann kippen und auskippen. Aber auch hier kann man die Tür nicht aufmachen. Aber man könnte theoretisch auch einen vorne reinsetzen. Das ist hier offen und das Lenkrad funktioniert. Also man kann lenken, aber es funktioniert natürlich nicht. So, Alter. Wie du furzt. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben noch ein paar Jetfontänen. Eigentlich solltest ja du den zweiten bauen. Herr Zitzelsbercher. Nein? Brauchst dich nicht, ne? So. Meinst du, es reicht? Ich glaube, das reicht einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das reicht hierfür. Ich brauche noch ein paar. Was haben wir denn jetzt hier noch? Ich könnte jetzt noch Raketen. Bazooka? Ja. Ah, 905 habe ich noch eine defekte. Nehmen wir die hier und nehmen wir noch ein paar Zink. Ah, nehmen wir die Röder. Die Röder Royal Raketen. Habe ich doch auch welche. Ha! Da nehmen wir noch welche mit rein. Wobei, die dürfen nicht so stark sein, weil die Raketen sind recht klein und natürlich maximale Füllung. Aber die Schreiber sind nicht so stark. Ach komm, die nehmen wir jetzt. So, die packen wir wieder ein. Und der Kunde, der die kriegt, hat was gewonnen. Natürlich nicht. So was würden wir nie tun.
So, Stufe 1 des Raketentriebwerks. Stufe 2. So. Die geht gar nicht alle rein. Scheiße. Links und rechts noch einer hier so. Ich glaube, den haut es dann oben raus. Wenn die durchgebrannt sind. Da bin ich ja mal gespannt. Na, es geht nur noch einer. Oder machen das anders. Ja, doch, oben vielleicht nach. Ja, das, ich probiere jetzt erstmal aus, ob das überhaupt geht und dann schauen wir mal mit den Kabeln mal weiter. Das ist natürlich, wenn man die Chat oben macht, habe ich Sorge, dass das Ding dann irgendwie zerreißt. Nicht zerreißt, sondern verreißt. Naja. Und dann nehme ich einen Hebel. Naja, guck mal. Das kann gar nicht weiter zurück. Aber ich will trotzdem hinten was reintun. Staubiger Bruder halt wieder. So. Besser. So gefällt's mir. Ja, dann machen wir wieder unsere Lieblingsübung hier. So ein Scheiß. Freundin von uns, die macht jetzt Yoga. Yoga-Lehrerin ist sie jetzt. Yoga-Lehrerin. Na, also ihr gesagt, pass auf, weißt du, was man überhaupt studieren muss, damit man Yoga-Lehrerin machen kann? Mathe. Oh. Der war geil, oder? War der nicht geil, hä? Alter, Röder haut's wieder raus, ey. Mann, ey. So, zack, buff, bang. Ah, viel hilft viel, ne? Schaut auch perfekt aus, oder? Wie ein Profi. So, die Kabel sind recht. Ein fetter Impuls wird das jetzt. Naja, am Anfang, ich habe ein Chat-Digital, nur eine Sekunde. Ja, wahrscheinlich haut's da das Auto rum. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Und dann geht's ja weiter. Am längsten werden wahrscheinlich die Zinktreiber laufen. Brennen. Oh ja, das passt. Oh, das passt perfekt. Ich schaut euch das an. Millimeterarbeit. Ich bin Industrie- und Mechaniker für Feinwerk. Ihr fräst. Nein, ich habe wirklich was Gescheites auch gelernt. Ja. Industriemechaniker für Feinwerktechnik. Ja. Deswegen kann ich da passgenaue Passungen passen. Ja, das hat man von Anfang an bei nicht gesehen, Chef. Ja, das hat man schon beim ersten Handgriff gesehen, dass das. Ne? Seid ihr auch einverstanden, oder? Seid ihr einverstanden? Ja, klar doch. Logisch, freilich. Ja, okay. Alles klar. Dann auf die Posten. Zack. Geil, oder? Den haut mit Sicherheit aus. Also da baue ich dann die Anlage noch rein hier. Und dann geht's los. Das wird lustig. Auf geht's. Ich bin jetzt richtig spitz. Ich will wissen, ob's funktioniert. Und was gibt's da? Irgendwie erinnert mich das an meine Kindheit. Nein, ich habe mit sowas eigentlich nie gespielt. Ich saß am Computer. Also ich weiß aus ziemlich, aus für gewöhnlich gut informierten Kreisen, dass du... Na, hübschen und? Ja, sag, was gibt's als nächstes? Welchen Wettkampf machen wir als nächstes? Sag. Ja, der wird euch gefallen. Hasenweitsprung machen wir mit euch. Ah, cool. Ja. Also, passt auf, ihr kleinen Nervensägen. Warum habe ich nicht zwei Mörser für drei Hasen? Naja, egal. Na, Test? Oh, nicht der weiße Hase. Nee, den braunen Hasen.
Bisschen putzen. Die können wir wieder gereinigt. Sauber. Gut. Oh, jetzt brauche ich erstmal Schere haben wir da. Schere. Jawohl. Jetzt machen wir uns mal ein bisschen vorbereiten noch. Ein bisschen was erklären. Ja, erklären. Einfach nur zuschauen. Genießen. Zuschauen und genießen. So also einen kleinen Hebespiegel machen hier. So, machen wir noch einen. Ja. Machen wir noch einen. Ah, ja. Ja. Weil es so schön war. So. Gut. Bastelstunde. Nicht nachmachen. Ein bisschen kleiner, nicht allzu viel kleiner. So, fest drin sitzen. Der Markus will seinen selber schneiden. Also dann, mach's besser, Meister. Ja, ich habe mir nämlich das Tutorial von Röder angeschaut. Ja, mach ne. Mach ne, alles gut. Mach ne. Er ist aber zu breit, den muss man ein bisschen kleiner machen. Das ist zwar schon kleiner geschnitten, aber es passt noch nicht ganz. Bist jetzt du bald fertig, hey? Sag mal. Ach so, Trick 17, ja, das kann man natürlich auch machen. Habe ich das wohl im Tutorial gezeigt, so, ja? Jetzt nicht nachmachen, gell? Echt, im Tutorial habe ich das gezeigt? Nein, da hat irgendein Irrer hat eine 200 mm Konfettibombe. Schon geil, ach, die 200 mm Konfettibombe, ja, die müsst ihr euch unbedingt mal anschauen bei uns auf YouTube. Bist jetzt bald fertig? Weiß ich noch nicht. So, wird schon passen. Du hast mir voll ein Ding gegeben mit Knick. Ich geb dir einen Knick. Du hast mich von vornherein benachteiligt. Ja, das sind immer die Verlierer, die jetzt schon jammern. Wir haben nämlich so einen kleinen Wettkampf, einen internen Wettkampf. Wessen Hase am weitesten fliegt, meiner oder Markus? Markus ist unser Kameramann. Für diejenigen, die zum ersten Mal reinschauen. Ah, perfekt. Meine sitzt perfekt. Na, den kann ich oben drauf machen. Ich mache mal meinen Hasen. So, wie mache ich das mit meinen Hasen? Welchen? Hase auch im Trainingslager? Ich nehme den braunen Hasen hier. Ja, mein Hase. Du hast auch gut trainiert. Ja, habe ich gut trainiert. Schau, ich meine Muckis. Ja, die Muckis, die bringen da jetzt aber da wenig. Oh, scheiße, ist das tief. Oh nein. Doch. Nein. Doch, Schnauze. Hauen wir erstmal Schwarzpulver rein. So, 40 Gramm, 50 Gramm. Scheiß drauf, wir machen. Jetzt haben wir kein kleines Schächtelchen da. Oder Schüsselchen bräuchte man. Wieder nichts da. Mann. Gramm. 80 Gramm. Ja, das für beide gleich viel, ne? Aber der erste war nicht ganz voll. Schau, ich mache ein bisschen noch nach, ne, Markus, ne? Dass er sich später der Licht fühlt wieder. Bei dir auch 80 Gramm? Ich bin ehrlich, okay? Ich bin ganz fair. Ich mach's wirklich. Ich habe neue Videos, ja. Schau, oh, Scheiße. Ist komplett voll.
Und du kriegst das, was rausgefallen ist, auch noch da oben drauf. Weil meiner fliegt sowieso viel weiter. Springen! Ja, ja. Springen. So. Also gut, das ist deiner, haben wir gesagt. Das ist meine. Aha. Ja, ja, ne? Ich auch. Mach ne. Was ist für ein Scheiß macht der wieder? Das ist gar nicht erlaubt noch die Regel. Was denn? Ja. Wieso? Wie hast denn du deinen Hasen präpariert? Hä? Wo liegt denn der überhaupt? Ich hab. Ha, da, Frecker, komm mal her. Ja, ja, ne? Aber das ist erlaubt nach den Regeln, ne? Ja, das ist ein Bondage-Hase, so läuft der. Bondage-Hase. Bondage-Party entlaufen. Ach nee, der kann ja nicht mehr laufen. Ein Geschnürte. Guck ich, ein Geschnürte. Aha, und das ist jetzt regelkonform, ja? Ja. Alles klar. Glaubst ja wohl nicht. Ja, pass auf, dann kriegst du jetzt aber auf. Wir müssen dich ein wenig windschnittiger machen, Hase. Die kleben wir jetzt. Das ist nämlich jetzt eine Sauerei. Meiner, du kannst ihn noch nicht am Treibspiegel festkleben. Meiner läuft immer so rum. Der ist so. Der läuft immer so rum, der ist so. Den muss ich mal wegen hier den Purzel festbinden. Hey, komm mal, Rinder, der ist so gebuckt, der fliegt ja. Der ist ja irgendwie. Na, da bin ich ja mal gespannt. Der muss ja auch noch reingehen, ne? Das war eh so knapp hier. Das ist nur Schutz, damit er sich die Finger nicht verbrennt. Nein, in die Schnauze. Schau dir mal das an, Was denn? Du hast angefangen. Ich hab dir gesagt, das ist sein Outfit. Das ist auch ein Outfit. Den kannst du ja zum Tieftaucher-Wettbewerb schicken. Der geht wahrscheinlich eh nicht raus. Das ist ein unlauterer Wettbewerb. Ach du Scheiße, ich glaube, der geht eh nicht mehr raus. Da zerlegt es das Rohr. Na, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt brauche ich was zum Runterstecken. Au! Ja, halt's Maul. Ah! Hey, ruhig jetzt. Ach du Scheiße. Ich glaube, der geht nicht mehr raus. Na, da bin ich mal gespannt. Also ich bin fertig, was mit dir? Es geht vorher auch nach Zeit, ne? Einmal mit Profis arbeiten. Was mit euch? Wir wollen auch! Ja, ihr kommt schon auch noch dran, ne? Na freilich, ihr kommt schon auch noch dran. Na. Gut. Der Markus wieder fertig ist. Dum, dum, dum. Wird es heute noch was? Jetzt komm schon, du verlierst doch sowieso. Dein Hase hat doch überhaupt nicht die geringste Chance. Mein Hase? Hast du überhaupt schon reingesetzt? Nein. Nimm halt der Latten zum Runterstochern. Das geht viel besser als mit deinen einzelnen Stecken. Als wenn der noch nie bei uns im Workshop mitgemacht hat. Übrigens Workshop, wenn ihr Lust habt. Feuerwerksworkshop, könnt ihr euch mal vormerken. Da lernt man dann sowas, wie man es richtig... Was hast du da noch mit? Nein? Mein Hasen? Nein, das war nicht der Hase. Zeig einmal her. Zeig einmal her, das war nicht der Hase, das war was Kleineres. Nein. Zeig mal her, lass mich mal reinschauen. Du kannst doch jetzt da nicht reinschauen, das ist beladen. Ja, hast du einen Spiegel? Du hast noch irgendwas mit reingeschmissen. Ja, mein Hasen. Also gut, die zwei sind fertig. Alles nein, klar. Ich bin noch nicht fertig. Was willst du denn jetzt noch? Ja, mein Deckel drauf. Oh, den mache ich drauf. Wenn man eine dicke Latten hat, dann geht's halt besser. Mach's fett gescheit, ne? An dem wird's nicht liegen. Das Einzige, was da passiert, ist, dass dein Hase schon mal versenkt rauskommt.
der brennt ja schon die Ohren, wenn er im Fluch schon die Ohren hat. Heißt ja ein Satz, heiße Ohren kriegt der. Das ist ja verkehrt rum, meine ich. Das weiß ich nicht, die Ohren waren oben. Ja, das ist ja verkehrt rum. Der dreht sich sowieso, das ist scheißegal. Ja, das haben wir zum da schau mal rein, passt so. Und was machen wir jetzt mit euch noch? Ja, los, los, los. Ja, wir machen Ausweichen. Könnt ihr ausweichen? Kennt ihr so Völkerball oder sowas? Oh ja, Völkerball! Wir spielen mit euch Völkerball auf einer besonderen pyrotechnischen Art und Weise. Oh, cool, los geht's! So, mal gucken, was ich da vorbereitet habe. Ich muss mal wieder ranholen. Ihr werdet euch noch wundern, ihr kleine Nervensägen. Funktioniert. Leer. Gut, das wollte ich eigentlich auch gar nicht. Sondern falsch rum. Nee, warte mal, doch so rum. Leider gehen die anderen nicht, aber das sollte ausreichen. Genau, ihr Kleinen. Oh, Scheiße, ich habe schon Angst. Naja, der Beste überlebt, ne? Der Beste überlebt. Hoppala. Also. Oh, wir dürfen schießen. Nein, ihr dürft nicht schießen. Oh, Scheiße. Auf geht's. Ach so, ja. So, jetzt geht's los. Scheiße.